Yo, Sims 3 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, die Sims 3 Into the Future. Also wir sind endlich wieder zu Hause, nach sehr, sehr vielen, sehr langen Ladebildschirmen. Was hat C3PO denn da für Probleme? Oh, ach so, er beschimpft die Blumen, damit er, ja, dementsprechend, das ist ja sein Job. Ich glaube, die stehen hier ein bisschen dicht zusammen. Sich vorhin irgendwie beschwert, dass er an irgendeine Blume nicht rankam. Dann stellen wir die mal ein bisschen weiter auseinander, damit C3PO überall rankam und mit den Blumen Spaß haben kann. Kaufmodus, ja. Mir haben sich aus unerfindlichen Gründen die ganzen Hinweise wieder zurückgesetzt. Das passiert manchmal bei Sims 3. Ich weiß nicht warum. Aber wenn es irgendwie besonders abschmiert oder so. Naja. Ich selber würde jetzt ganz gerne mit Lloyd und Mirabella in die, oh, die beiden Knuddeln auf dem Sofa. In die... Oh, da steht ein Roboter im Weg. Was ist mit dem los? Entwürfe? Entwürfe, alles gut? Wenn Entwürfe da steht, kommt jetzt hier niemand rein und niemand raus. Nur weil Entwürfe dort in der Tür im Weg steht. Entwürfe. Runterfahren, erzwingen. So, er war... Plötzliches Ausschalten. Ach so, sein Akku war komplett leer. Okay. Huh, jetzt ist er wieder wach. Lalalala. Dann geh doch mal dahin und den Leuten nicht auf die Nerven. Und du gehst auch dahin und die Leute nicht auf die Nerven. Diese Scannerei von diesen nervigen Plumbots. Du kannst dich jetzt einfach mal ausschalten. Danke. C3PO kann sich einfach auch mal ausschalten. So, ich würde mit den beiden ganz gerne in die Zukunft reisen, damit wir dort unser ganzes Equipment aufbauen können, was wir durch die Reiseabenteuer bekommen haben. Und, um Verdienste abzeichnen. Nein. Und vor allen Dingen, um unseren Weinkeller aufzubauen, unseren futuristischen. Das wollte ich sagen. So, Mirabella möchte Computerspiele spielen. Wir werden jetzt aber erstmal in die Zukunft reisen mit Mirabella und... Ach, lassen wir Opa doch mal zu Hause. Opa und Tour. Ja, irgendjemand muss sich um die Katzen und um die Roboter kümmern. Im Moment, das heißt, wir haben wieder ein Ladebildschirm auf Doom. Oh, Mann. Wobei der Ladebildschirm meistens geht nach Oasis Landing. Hat dein Zimmer in der Traumhülle einen Albtraum? Dann wähle während des Traums Traum beeinflussen, um den Albtraum vielleicht in einen guten Traum zu verwandeln. Wahnsinn. Wir können ja während des Ladebildschirms ein paar Sim-Informationen angucken. Ich öffne mal mein Brosa. Auf Sim Times. Moment, Monitoraufnahme. Monitor 1. Da haben wir Monitor 1. Die Sims 4 verrückte Story-Trailer, die Kuhpflanze. Naja gut, das sind ja nur noch 3 Wochen und 5 Tage, bis die Sims 4 rauskommen. Da gibt es natürlich jetzt jede Menge interessante Sims 4-Videos. Es kommt auch bald ein neues Store-Set. Letzter Winkel der Liebe. Bestelle bla, mehr zu dieser 11. August. Bis zum 11. August nur noch so billig. Link im neuen Tab öffnen. Soll das heißen, der ist jetzt verfügbar? Gibt es also neuen Store-Content, den ich euch wieder zeigen könnte? Cool. Mit einer Gondel. Das ist das dazugehörige Item, ist die Gondel. Das würde perfekt in Monte Vista hineinpassen. Das würde absolut perfekt nach Monte Vista passen. Super schön. Wow. Ja, perfekt für eine Hochzeit. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Habe ich überhaupt noch so viele Sim-Points? Ich glaube nicht. Sieht es hier aus? Nee, immer noch am... Wie ist der Ladebildschirm? Ja, ja, oh, bewegt sich ein bisschen. Das ist ja gut. Gibt es die Seite bitte auch auf Deutsch? So, jetzt. Warum? Warum verlenken die nicht dir drauf weiter? So, ja, dahin. Was für ein Chaos. Jetzt aber. Sehr schön. Nee, das ist auch in Englisch. So was Verrücktes. Das ist das
komischste System in deiner Webseite, das ich je gefunden habe. Alleine, was solche Links produziert, gehört verboten in der Programmierungsbranche. Wow. Die 30 neuen Objekte bestehen hauptsächlich aus irgendwelchen Wänden und das verkauft ihr uns dann als Objekt. Das sind keine Objekte. Da kriegst bessere Sachen, kriegst du kostenlos. Nee, egal. Ja, aber das mit den Gondeln ist schon nicht schlecht. Ich vermute, es würde unglaublich laggen. Und verbuggt sein wird es auch noch. Verbinde Kanalstücke, um eine Schleife zu bilden. Platziere Kanaleinfahrten. Sind wir hier schon ein bisschen weiter? Bisschen. Stelle Gondel auf ein Grundstück. Wundervolle Fahrt. Gondel machen mit. Bitte Gondelfahrt knuddeln, rumschmusen. Techtelmechtel in der Gondel. Oh. Oh, sogar endlich können Kinder mal. Kleinkinder können mal mit Gondel fahren. Schön. Gefällt mir. Doch, was ganz Bezauberndes. Ich werde ja in Sims 4 mit dem Mangolds weitermachen und dann werden wir einen Sims 4 Let's Play haben, einen Sims 3 Let's Play und zwischenzeitlich ab und zu mal Sims 2 spielen. Bei dem Sims 3 Let's Play habe ich mir überlegt, da wir ja die Mangolds dann bei Sims 4 quasi haben, mit allem drum und dran. Man soll ja gut zwischen Familien hin und her springen können, soll heißen, ich werde ziemlich viele Familien dort erstellen, inklusive dem Taxifahrer. Ja, werden wir bei Sims 3 gucken, ob wir uns vielleicht auf meine Monte Vista-Karte quasi begeben und dort mit einer neuen Familie einfach mal starten. Frei fern von dem Mangold, mal was ganz Frisches, was ganz Neues. Ein Zimmer stellen, die Liebe des Lebens finden lassen, seine Träume verwirklichen. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Gibt es sonst noch irgendwas? Unterwäschewerbung, toll. Ich habe nichts mit diesem Placements von Werbung zu tun. Gar nichts. Kostenlose Tests hier für uns von SimCity verfügbar. Echt? Kostenlose Stadt zur Verfügung. Die Demo-Version beinhaltet alle Features der Vollversion, ist jedoch zeitlich auf 4 Stunden begrenzt. Diese 4 Stunden laufen kontinuierlich nach dem ersten Spielstart ab, egal ob ihr das Spiel in der Zeit auch wirklich spielt oder nicht. Okay. Das ist nicht übel. Sonst irgendwas Neues? Oh. Wähle dein Heimatgrundstück. Hä? Aber wir haben doch schon ein Haus. Da. Da möchte ich hin. Ja, genau. Nein. Ach, ist das verrückt. Hat geklappt. Der Ladebildschirm war schneller vorbei, als ich gedacht habe. Ah, schön, frei, weg von den ganzen Plumbots und dem ganzen Lärm und dem ganzen Stress. Und können uns jetzt ganz wundervoll unserer Gartenarbeit quasi widmen. Wie wir natürlich auch selber machen. Scheint ja, was? Hä? Nein, habe ich nicht. Was ist mit dem Spiel wieder kaputt? Nachfahren wurden ausfindig gemacht. Ja, das ist doch nichts Neues. Wieso, die stimmen doch, die. Huch! Felshangallee 538. Das sind doch wieder die Armenviertel da hinten irgendwo, ne? Hier, ja. Die wohnen ja immer noch da. Die kennen wir doch aber alle schon. Warum auch immer sie in den Armenvierteln wohnen. Heute läuft nun recorded error progression, was auch immer. Alles kaputt. So. Ach, großartig. Oh, Leute hat Hunger. Hier steht auch noch leckere Crepes vom letzten Mal. Komm, Haushalt zum Essen rufen. Mirabella hat auch Hunger. Perfekt. Einfluss bei den Sportlern. Nobody cares. Gibt es hier eigentlich auch einen Fernseher? Hier gibt es keinen Fernseher. Gab es oben Fernseher? Hier gab es einen Fernseher. Okay, gut. Na, dann setzt euch beide erstmal hin und genehmigt euch leckere Krebs. Lloyd setzt sich an den Tisch und Mirabella setzt sich an den Tresen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel ist sehr leise. Oh, ich brauche ja gar keine Monitoraufnahme mehr. Sorry. War das mal ein bisschen lauter. So, der Hunger wird gestillt. Die Toilette sieht ein bisschen dreckig aus, oder? Ist die Toilette dreckig? Nee, sieht nur so aus. Das Porzellan ist von sich aus nicht sonderlich sauber. Gut, dann würde ich sagen, passe ich jetzt gerade mal unsere Werkstatt da hinten ein bisschen an. Ne, ihr wisst schon. Zwecks Weinkeller und sowas. Was haben wir alles im Inventar? Hier haben wir die Nektarpresse am Inventar. Genau. Tja, das passt ja dann hier wohl nicht mehr hin.
So ist schön. Jetzt müssen wir natürlich vom Stiel noch bearbeiten. Da würde ich sagen, nehmen wir den Stiel, den wir hier drüben haben. Sehen den hier drauf und gucken, was passiert. So, das ist ein bisschen zu metallen. Nein, nein, will ich nicht. Okay, das war dann nicht der Stiel, den ich haben wollte. Genau, den möchte ich bearbeiten. Eigentlich damit würde reichen. Was ist das? Okay, das ist dieser andere Bereich. Machen wir das so. Sieht gut aus. Okay. Schatztruhe. Da können wir auch noch jede Menge Zeug reinfüllen. Die müsste eher woanders hin. Können wir so eine Schatztruhe dann hinpacken. Vielleicht in Schlafzimmer. In Lloyds Schlafzimmer natürlich. Jo. Hier hin. Und farblich gestalten, können wir die farblich gestalten? Ja, sehr schön. Ja, dann nehmen wir mal die Gestaltung vom Tisch. Ziehen die hier drauf. Das waren hier, ja genau, das sind die Teile außen. Sieht jetzt ja richtig gut aus. So, achso, das Weinregal haben wir auch noch. Sehr schön. Das muss jetzt entsprechend hier auch noch in den Keller hinein. Sodass wir... Sehr gut. Die Möglichkeiten haben, dort dann unseren Wein unterzubringen. Kann man das duplizieren? Das ist ja super. Warte, was ist denn heute los? Ich muss drauf niesen. Entschuldigung. Dass man diese übereinander stellen kann. Mache ich nämlich ein paar mehr hin. Erstens, weil es gut aussieht und zweitens, weil... Nee, das kann ich ja nicht daneben packen. Okay. Schade, schade, schade. Was haben wir da noch alles gesammelt? Gekauft. Schokoflakes-Kekse verdorben. Warum denn nicht? Poster von den Quietschboys. Oder was ist das hier? Fick damit. Braucht doch keine Sau. Warum ist das im Familieninventar? Ach, übrigens, die Ente ist wieder live. Jetzt. Was haben wir noch alles, was wir irgendwo aufstellen müssen? Eigentlich haben wir noch dieses lustige Zelt. Das müssten wir eigentlich auch irgendwo aufstellen. Könnten wir da mal unser Zelt aufstellen? Im Vorgarten irgendwo. Einfach nur, weil das so romantisch war. Müsste man eigentlich daneben Lagerfeuer machen und all solche Sachen. Ich meine, ich kann ja hier... Was ist... Nein, das will ich... Warte, das ist doch hier so ein Räucherstäbchen-Gedöns. Naja. Ist noch irgendwas anderes, was man hier so... Das passt da nicht hin. Das nehmen wir wieder ins Inventar. Ich muss irgendwann mal woanders hin. Rekonstruieren können wir das noch nicht. Da haben wir noch nicht genügend Teile. Was wir alles finden müssen noch, um das alles rekonstruieren zu können. Und was hat Mirabella im Inventar? Jede Menge Zeugs. Wir können den Wein mal weglegen. Und zwar müsste man den entweder ins Regal per Drag and Drop kriegen... Oder dahin platzieren. Ne, den kann man einfach reinlegen. Sieht man da noch mal irgendwann, dass da Weinflaschen auftauchen oder so? Aha, langsam. Wie voll ist das jetzt noch nicht? Jetzt sieht's gut aus. Okay, wir haben auch schon jede Menge Trauben. Soll heißen, wir können... Was machen wir mit dem Entchen? Ach, wir lassen das da stehen. Wir können hier im Garten dann halt dementsprechend auch hoch, ich wollte nicht schneller vorspulen, Trauben anpflanzen. Zwar Qualität lecker ist gut. Das ist normal. Normal, normal, normal. Pflanze ich nur mal die mit der Qualität lecker. So, was hatten wir noch? Cherinola-Weintrauben. Da hatten wir auch nur welche mit der Qualität normal. Haben wir also gar keine andere Wahl. Die Renault-Dinger, die sind noch anders.
Die können wir erstmal. Moment, achso, die sind ja schon am Pflanzen. Das habe ich übersehen. Die da wollte ich noch. Die können wir noch nicht pflanzen, weil wir noch nicht Stufe 5 sind. Okay. Müssen wir noch ein bisschen an der Gartenarbeitfähigkeit arbeiten. Ich weiß, wir haben eigentlich die Roboter, die uns dabei helfen, aber das möchte ich eigentlich ganz gerne selber machen. Nein, die Fähigkeiten interessieren mich nicht. Ich weiß, wie die gehen. So, wie war das? Upgrade automatisch gießen, fände ich noch gut. Der kann das schon, der kann das noch nicht. Dann machen wir das jetzt noch. Was haben wir alles für Wünsche? Nochmal in den Urlaub fahren. Ja, das machen wir bald. Okay, die Müdigkeit ist stärker. So, huch, das war zu weit oben. Das verwirrt mich immer mit diesen Halbstufen, wie das Ganze geht. So, Lloyd hat sich ins Zelt gelegt. Warum nicht? Ist romantisch. Vielleicht können wir ja so ein Lagerfeuer oder so davor bauen, damit das richtig romantisch aussieht. Da gab es doch hier dieses Draußen-Lagerfeuer, dieses große, das man da platzieren konnte. Ich weiß das. Das gehört nämlich zu wilden Studentenleben da hinzu. Da. Weil das ist ein bisschen arg groß, aber warum nicht? Komm, wenigstens hat man wenigstens seinen Spaß. Nee, das ist zu groß. Dann nehmen wir hier ganz normales Lagerfeuer. Draußen kochen. Hier so ein ganz normales Draußen-Grill. Der ist doch schön. Und dazu packen wir noch passende Stühle dran. Ich liebe diese klassischen Knickstühle. Hier noch ein paar Pflanzen. Futuristisches Ding passt jetzt hier eher weniger. Olivenbaum. Ist immer noch futuristisch genug. Und jetzt brauchen wir noch eine Lampe. Für den Boden. Nehmen wir lieber hier auch die Bodenlampen, die es dort gibt. Die Dinger sind eigentlich immer ganz nett hier. Doch eigentlich ganz romantisch aus. Kann man das Zelt hier anstrahlen lassen, so ein bisschen? Und zwar mit einem schönen Licht. Farbe einstellen, Flamme. Intensität aufhellen, dieses Licht. Das ist so hübsch jetzt. Mirabella, dann kannst du dich eigentlich hier dazulegen. Halt. Schlafen. Ja. Warum kriege ich diese ganzen Hinweise nochmal? Bla. Ist entsetzlich. Oh, die Ecke ist süß hier unten, die kleine. Man könnte vielleicht noch mit ein paar mehr Bäumen das ein bisschen kuscheliger machen. Wartet, das haben wir gleich. Bäume gibt es hier unten. Moment, die gibt es doch hier auch. Ein bisschen riesig, das Teil. Das gehört ja auch in To the Future mäßig dazu. Haben wir das so ein bisschen Parkanlagen ähnlich vielleicht? Gibt es da nicht auch so passende Büsche für, um das so zu machen? Vielleicht alles ein bisschen zu nah an den Treppen. Müsste ja eigentlich ein bisschen biederer quasi sein. Halt, alles auf Lücke irgendwie gesetzt und in jedes einzelne Kästchen eins rein. Ich will es ausprobieren, wie das aussieht. So. Herbstlich hier. Es gibt also auch in der Zukunft Jahreszeiten. Ja, das Ganze so ein bisschen hinter Hecken versteckt. Schade, dass man das nicht einfach ziehen kann, wie eine große Hecke halt. Ich mache das jetzt mal ganz grob so. Das Aussehen. Nee, das sieht echt komisch aus.
Klicki, 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 ich hab's gleich. Lol. Okay, dann machen wir das anders und versuchen wir das mit dem Boden zu verbrämen. Dass halt hier einfach so ein etwas helleres Stück ist. Ist halt ein bisschen unordentlich im Vergleich zum Rest. Ist ein bisschen unordentlicher. Aber sieht trotzdem schön aus. Das Zelt kann man von der Gestaltung wahrscheinlich nicht ändern. Das ist aber auch nicht so schlimm. Naja, sieht trotzdem ganz schön aus, so. Wenn da hinten irgendwie so die Welt zu Ende ist. Achso, ich habe die Sichtweite so weit runtergestellt, damit es nicht so laggt. Tut's trotzdem. Derb's, aber egal. Vielleicht sollte ich die Sichtweite doch wieder höher stellen. Der Stadtrat hat seine Fühler nach neuen Einwanderern ausgesteckt, aber solange es keine unbewohnten Häuser gibt, verschwundene Sims zurückgeholt, Fahrzeuge gelöscht, Fernseher ausgeschaltet. Gott! Verbuggt, dass hier wohl wieder ist. So, Leute schläft bis 7:30 Uhr, bis 9:30 Uhr. Soll ich auch noch ein bisschen länger schlafen? Nee. Dass die beiden sich nicht drinnen in ihre schöne Traumhülle legen, sondern draußen ins Zelt gehen, beweist, dass sie den Urlaub schon regelrecht vermissen. Gut, aber wir arbeiten dann hier vielleicht noch an ein paar Plumbots mehr. Ja, wir haben Herbst. Einem Tag ist Winter. Ich hatte doch die Jahreszeiten so kurz gestellt, ne? Wie wär's denn hier mit Feuer entzünden? So ein bisschen kuschelig gemacht, wenn ihr schon am Campen seid quasi. Marshmallow rösten zum Frühstück. Ja, warum eigentlich nicht? Und wenn wir unsere Fähigkeiten ein bisschen verbessert haben, was Gartenbau angeht und der Weinkälterei, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück nach Frankreich. Mirabella schläft noch. Aber sie hat auch schon mal den Feuerbuffer, das Lagerfeuer draußen an. Ist sehr gut. Erstmal zocken. Etwas rösten. Lecker gerösteter Apfel. Und das reicht jetzt. Huch. Verwirrtes Gemüt. Mirabella ist mal wieder labil. Oh, das sieht aber echt gemütlich aus. Huch. Hallo Baum. Hab ich nicht mit gerechnet. So, versuchen fürs Thumbnail wieder eine Perspektive zu finden. So müsste das eigentlich gehen. Dass die Sims unterm Rock auch immer so eine Monsterwindel tragen. Sieht so komisch aus. Jetzt hätten sie sich ein bisschen überlegen müssen, wie sie das mit den Röcken gestalten, aber das ist halt einfach nicht so leicht. Und es schmeckt. Alles gut, alles schön. Tiefe Atemzüge nehmen. Oh, die zwei sind so knuffig. Nun gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns in der nächsten Folge darum, Gartenarbeit auszubauen. Wie das aussieht. Und die Beziehung zwischen den beiden noch ein bisschen weiter auszubauen und dann für einen romantischen Urlaub zurück nach Frankreich. Vielleicht kann ich ja in Frankreich dieses Gondelding platzieren. Das wäre eine Sache, oder? Soll ich die Gondel kaufen und in Frankreich platzieren? Was meint ihr? Das klingt doch nach einem Plan. Okay, bis dahin. Bye.